Recht herzlich willkommen zur 210. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal haben wir Manöver setzen wollen, was dann irgendwo gescheitert ist. Jetzt müssen wir nur gucken, irgendwas mit Minmus war das, ne? Minmus V6, ist der das? Oder wir wollten... Ja, wir wollten nach Minmus, das ist schon richtig. Und das Manöver... Ist das das hier? Ich glaube, das ist das, ne? Und das war gescheitert irgendwie. Wir müssen da erstmal rein, dann können wir da auch was ändern, ne? Sonst können wir ja auch nichts ändern. Wir hatten das Manöver gesetzt, war aber irgendwie schlecht gelaufen, ne? Weil irgendwie war das außer Rand und Band, oder wie soll man es sagen? Da ist es. Und... Irgendwie. Das ist der Mund. Wir brauchen Minmus. Der ist da. An sich zentrieren mussten wir wohl machen. Das ist aber noch hier. Wir wollten hier Basfried holen. Und dafür brauchten wir jetzt das hier. Und irgendwie konnte man die Alt-Shift-Taste ist wohl das, was ich brauche. Die Alt-Taste ist das, was ich brauche, damit ich das hier umstellen kann, ne? Aber ich muss erst da anpacken, dann die Alt-Shift-Taste drücken und dann kann ich es langsam regeln. Okay. Vielleicht ist es auch nicht so. So, das passt. Ja, ist erstmal da, ne? Und dann müssen wir gucken, wie das klappt mit dem Manöver. Müssen wir hier ausrichten, ne? Und dann kommen wir schon in die Richtung, aber wir dürfen ja das andere nicht vergessen, ne? Nach Duna. Da müssen wir mal gleich reingucken, wie weit die Zeit da am Laufen ist. So, das hätten wir schon mal. Das ist ja hier die schicke Rakete. Und da müssen wir mal gucken, wie wir dann hin und zurück kommen. Da müssen wir jetzt mal einmal... da war schon richtig hier oben. Gehen wir ins Weltraumzentrum. Und nochmal gucken, wie die Zeiten da sind, ne? Nicht, dass wir da was verpassen. Ich weiß nämlich nicht, letztes Mal irgendwas bei 4 Stunden hatten wir da, meine ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Da gucken wir lieber nach. Luna ohne Wiederkehr. 4 Stunden und 8 Minuten. Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann gehen wir da wieder hin und gucken mal zu. Dass wir den Punkt erreichen, wenn wir da hin wollen, ne? Minuten brauchen wir den Punkt, bis wir da sind. Können wir also getrost weiter vorlaufen lassen. 17. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, jetzt nochmal ausrichten, obwohl wir sind ziemlich gut ausgerichtet, glaube ich. Und dann müssen wir dann brennen. Karte. Ach, der ist ja da. An sich zentrieren. Dann sehen wir das ganze Werk hier und dann legen wir mal los, oder? Einmal vollen Schub. Bis das hier runtergebrannt ist, ne? Und hoffen, dass wir dann hier irgendwo ankommen.
sein, dass wir einen kleinen Tacken aus der Richtung sind. Naja, wird schon passen. Und da hinten ist das, oder? Da ist die Begegnung, die dann hier irgendwo sein wird. So. Millionen höher. Wenn das das Richtige ist, ne? Aber ich gehe von aus. Und jetzt muss er mal langsam hier rauskommen, oder? Ah, ich glaube, jetzt wird er schneller. Jetzt machen wir 50 noch. Ne, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich hier, okay. Und 180, 170, 140, 130, 100, haben wir jetzt, 80, 70, 60, ne, was passiert gerade hier? Habe ich mich jetzt voll erschrocken, ne? Muss er hier mal irgendwann erscheinen, oder? Da ist er. Geht raus. Und da. Oh, das war natürlich vollkommen verkehrt. Jetzt habe ich die falsche Taste erwischt. Das bedeutet, wir können mal gerade in die andere Richtung machen, damit wir wieder zurückkommen, ne? Das hat ja super geklappt, ne? Wieder zurückbrennen, bis er hier irgendwann erscheint. Wenn er denn hier noch erscheint. Da ist er. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. So, lassen wir es erstmal stehen. Den weg. Und da sind wir in 12 Tagen und sowas. Also, das dauert eine Weile. Haben wir aber erstmal, ne? Hier können wir aber schon Manöver hinzufügen machen. Wenn ich hier was mache, dann passiert da hinten was. Okay. Ja, da müssen wir natürlich auch noch gucken, dass wir die Bahn noch ein bisschen hinkriegen eigentlich, ne? Tja. Ja, lassen wir erstmal so. Wie sieht's denn so aus jetzt hier? Das ist ja nicht mehr viel, ne? Aber vielleicht klappt ja was. Sonst müssen wir wieder Rettungsaktionen machen und so, ne? Lassen wir mal da. Obwohl, das ist ja noch relativ viel Energie, die wir da reinballern müssen. Aber wir werden sehen. Das soll jetzt nicht das Problem erstmal sein. Gut. Das bedeutet, wir gehen mal ins Zentrum zurück. Das lassen wir so stehen. Da gehen wir erstmal dahin. Na, komm schon. Da ist das Zentrum. Dann gehen wir hier hin. Und dann
wir hier bei 3 Stunden und 43 Minuten. Das sind halt 12 Tage, bis er da oben irgendwo ist. Und wo sind die anderen drei? Wer war das noch? Waren die dort? Die sind das. Die kommen auch bald nach Hause. Die sind in 12 Tagen da. Okay, das dauert also auch noch. Ja, gut, dann ist es jetzt erstmal soweit geklärt. Dann würde ich sagen, gehen wir Luna ohne Wiederkehr aufrufen. Wo ist denn der jetzt? Da oben. Gucken wir da mal gerade rein. Das Ding fliegt hier schön rum. Und was mir gerade so einfällt, wir sollten vielleicht nochmal wechseln und gucken, das war bei dem anderen. Ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwelche Panels haben, die wir ausfahren müssen, wo ich die jetzt hier gerade gesehen habe. Ne? Macht das vielleicht Sinn, ne? Das war da. Da. Und das ist ein Go. Ich sehe jetzt hier überhaupt keine Solarzellen. Haben wir da keine angebaut oder was? Doch, da sitzen sie, ne, oder? Ja, da sind sie. Okay, alles gut. Das brauchen wir nichts machen. Die werden, ja, da wird auf jeden Fall einer bestrahlt. Und wie wir sehen, haben wir Strom. Alles ist gut da. Das bedeutet, da können wir auch wieder raus. Und dann doch nochmal zu dem anderen. Und das schauen wir uns da dann an. Luna ohne Wiederkehr. Das ist da. Gehen wir da hin. Und dann müssen wir da das brennen. Und was war das? Das ist da hinten. Gucken wir gerade nochmal. Kommen dann da raus. Da ist die Sonnenperoapsis. Und sind dann irgendwann hier bei Duna, ne? Zentrieren wir mal gerade die Ansicht. Ja, da kommen wir dann da vorbei. Da war die Donauperapsis, okay. Und das müssen wir auch gucken, dass wir das hinkriegen dann. Das sieht aber alles soweit so ganz gut eigentlich aus, ne? Da sind unsere Kreise, die wir drehen müssen. Und da müssen wir das nochmal genau machen. Gut, okay, aber das ist dann der nächste oder die nächste Aktion und die machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr das noch nicht getan habt, nächste Sache wäre die, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.